getragen habt. Und dann kommt ein Carsten Stahl und sagt, wie es ist und macht einen Punkt dahinter, warnt die Hater und Mobber und du hast nichts Besseres zu tun, als Saskia wieder ins Live zu ziehen, wieder richtig schön Öl ins Feuer zu kippen. Sorry. Nee, das geht gar nicht. Du weißt selber, dass du gerade mega in der Kritik stehst. Äußere mich jetzt. Darum geht, Follower zu bekommen. Wenn es nicht so wäre, dann würdest du nicht öffentlich gehen und würdest einfach nur akzeptieren, dass Sebastian keine Kommunikation möchte. Das sind alles Fakten. Lass es doch einfach. Sebastian hat nun mal ganz einfach, wie soll man sagen, den Joker gezogen, was Saskia angeht. Du nicht. Nimm es doch einfach hin wie ein Mann. Mach dein Content und mit einem Respekt. Setz dich da nicht hin und mache Mimimi. TikTok zünden und da schwingt man sich auf das Pony von Carsten Stahl. Mobbing geht immer. Und jetzt bist du hier der Mobbing-Beauftragte auf TikTok. Wir schützen Saskia, wir machen dies, wir müssen das. Ich habe dazu ein Video gemacht, was ist passiert, von dir und deiner Community gemeldet. Das Video kommt sowieso wieder. Ich sag dir mal was. Dieses Mädchen braucht garantiert Unterstützung. Aber garantiert nicht deine. Du. Und jetzt, Sebastian, ja, jetzt habt ihr mal alle gesehen, auch Carsten Stahl, was ich zusammengeschnitten habe, auch mit Papa Bär. Papa Bär. Joker gezogen, mit Saskia, also mit Saskia Geld gemacht. Oder versuchen jetzt Geld zu machen. Joker gezogen, Papa Bär. Oh, 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 oh. Kein gutes Zeichen. Und dann Papa Bärchen, ich wollte noch sagen, nicht so arrogant sein, ne? Vor der Kamera, so hochnäsig so. Aber gut, ist deine Art. Ich bin so, wie ich bin, vor der Kamera und so wie hinter der Kamera. Jetzt kommen wir nochmal auf Sebastian zurück. Der Magic Man hat mal seinen Zauberstab mal und seine Glaskugel angeschmissen. Mein Zauberstab. Umsonst heiße ich nicht Magic Man. Tja, so. Alles gelernt von den beiden Jungs. Sebastian, weiß deine ganze Crew, deine ganzen Fans, die haben jetzt viele dir Geld gespendet, ne? Hast du auch das Jobcenter Bescheid gegeben? Das Finanzamt Bescheid gegeben? Hast du deine ganzen Fans Bescheid gegeben, dass du vom Jobcenter beziehst und das Geld so eingesteckt hast? Findest du das richtig? Was die anderen jetzt daraus machen, liegt nicht in meiner Hand, was die tun. Ob die jetzt beim Jobcenter anrufen, ob die beim Finanzamt anrufen, das liegt nicht in meiner Hand. So ein Arsch bin ich nicht. Wenn die anderen das jetzt tun, dann mit Gerechtigkeit. Aber ich hab dir gesagt, Karma kommt zurück. Auf irgendeine Art und Weise kommt immer Karma zurück. Und Carsten Stahl kann mehr tun als du. Mit Saskia. Und Carsten Stahl muss unbedingt Saskia schützen vor dir. Denn du willst nur mit ihr Geld machen. Follower damit erreichen. Aber helfen willst du nicht. Ich bin selbst ein Mobbing-Opfer. Und weißt du, wie das weh tut, dass du mit das Mädchen Geld verdienen willst und nicht helfen? Ich hoffe, Carsten Stahl tut da was dagegen. Weil er kann mehr als du. Du warst einmal im Blaulicht zu sehen. Oh. Und jetzt Schauspieler hier.